Ja, bitte, okay. Hör mich mal, Biber. Ich bin Biker. Ja, wir sind wieder unterwegs, Leute, am Film Fahrrad gegangen. Heute geht wieder um das Thema BMW heute. Das war, haben wir hier das Auto sauber gemacht, sind bei sich gewaschen. Und heute will ich mal zeigen, was wir so gemacht haben. Heute ist ein rotes Projekt, Leute. Und deswegen zeige ich euch mal, was wir heute so gemacht haben, warum wir es so gemacht haben. Und ich will mal sagen, wir legen mal direkt los. So, fangen wir mal hier an. Erstmal haben wir die Motorhaube sauber gemacht. Da halte ich das schön weiß. Und wie ihr hier seht bei mir, ob da ein Kameras rüberkommen. Jetzt sind wir Wasserblasen überall. Ja. Ich finde es mega cool, Leute. Die Reifen sind mir dann okay. Muss ich ehrlich sagen. Dann gehen wir mal rum. Hier sind übrigens Armutwasserblasen, die haben wir auch mal sauber gemacht. Die Scheiben haben wir mal sauber gemacht. Dann mal Spiegel haben wir sauber gemacht. Einmal auf der Seite. Und vor allem auf der anderen Seite. Schließlich eine andere Seite auch, Leute. Allein, wenn ich an der Seite die Sonne gegangen sehe, sieht es meistens so aus, Leute. Ich glaube nicht geil, Leute. So, dann haben wir mal die Headboard sauber gemacht, sehen wir die Kofferraumtür. Vor allem, muss hier mal sauber gemacht werden, weil hier muss ein bisschen rettet, Leute. Hier muss sauber gemacht haben, auch Räumberge. Wie mit Kennzeichen aussieht, ist es ganz okay, ist auch sauber am Morgen. Das Logo ist sauber am Morgen. Also ich finde, das ist sauber und auch sehr schön. Und ja, dann haben wir die Lampen sauber gemacht, falls wir mal Nachtfahrt machen wollen und dann ja, Licht brauchen, damit haben wir dann sauber gemacht, Leute. So. Wir gehen mal die andere Seite. Da haben wir mal hier gesagt, Tanke muss sauber gemacht. Der Motor ist zu warm. Hier muss es sehr warm. So, da haben wir mal die Scheibe auch sauber gemacht. Genau. Und übrigens, Leute, im Innenraum auch mal sauber gemacht werden, weil sie sich mega scheiße aus, Leute. Muss ich ehrlich sagen. Muss ich euch mal sagen. Hier sieht es mega scheiße aus, Leute. Hier liegen Tüten. Da liegen Rummel. Ja. Dann haben wir mal diese Scheibe auch immer umsauber gemacht. Also im Gesamt würde ich so sagen, okay. Top, Leute. Aber wie gesagt, Leute, wie ich jetzt am Anfang des Videos gesagt habe und erwähnt habe, muss man immer Raum sauber werden. Weil die Scheibe ist auch noch Raum, Leute. Auch erfahrt ihr in den nächsten Tagen und in den Videos, was wir immer haben, Leute. So, ich kurze Frage. Ob wir weitere Memmen sind, die wir noch erhoben werden müssen. Auf jeden Fall muss die Scheibensätze noch erhoben. Aber der einzige, was noch erhoben werden muss, ist hier die Innenraum, Leute. Ich würde mal sagen, wir machen mal die Tür auf und zeige euch mal. So sieht ihr ein bisschen näher, hier sind Fußabdrücke. Vom Fahrer, also ich bin mitgefahren, Leute, weil ich habe gerade keine Minute Auto gefahren. Aber auf jeden Fall ist hier richtig rettet, Leute. Hier ist rettet, an meinem Seite rettet. Ich habe keine Möglichkeit. Dann haben wir mal hier mit dem Sauberamachwerke. Also, wir haben echt viel zu tun. Vor allem hier mal unten haben wir auch so Sauberamach. Also, ich finde, es sieht mega cool, Leute.
So. Dann haben wir mal hier mal selber einmal das M-Logo. Hier wo wir den gerockt. Aber Matt muss mich sagen. Ja. In diesem Zimmer würde man sagen, im Gesamt ist meine Traffic-Lage. Ja, im Gesamt würdest du sagen, Top-Lage, 10 und 10-Lage, weil es gibt nichts Schlimmeres, als das Auto hier sauber ist, sage. Ja, weil wenn das Auto rett ist, dann sieht man so schön aus, sage. Weil bei dem Zustand und bei dem Auto hier, finde ich sie cooler aus, als die anderen Autos hier, Leute. Ja? Weil wenn du einen Oldtimer hast, zum Beispiel, so einen zum Beispiel, mit Hakenzeichen, dann muss ich aber auch mal färben. Ja? Aber wenn du, so wie hier, so mal ein Auto hast, dann ist es voll egal, ob der Auto sauber ist oder nicht sauber ist. Ist voll egal, Leute. Ja? Aber wie gesagt, wenn du eine Hakenzeit hat, so ein Oldtimer, ein Porsche oder Lambo oder was auch immer die Leute fragen, dann höre ich einfach Kopfzugang und muss selber einmal färben, Leute. So wie Game Auto auch, Leute. So. Okay, Leute. Ich würde mal sagen, wir gehen zum Beispiel unter den Himmel hier beim Review, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gibt es dann mal oben. Wenn euch gefallen hat, folgt den Videobeschreibung in meinem Instagram-Kanal, Schalkebuch mit R. Und konkret mal wieder, folgt den Videobeschreibung in meinem Kicker-Kanal, Schalkebuch mit R. Konkret mal wieder, bitte Lager mit mir so hoch. Aber Video, schön abonnieren und Glück abonnieren. Und könnt ihr gerne bei mir kommen. Wenn ihr noch Hut habt, würde ich sagen, bis zum Singen, haut rein. Bis zum nächsten Mal, euer Biber.